Beleidigung, genug Demütigung. Dies sind meine letzten Zeilen. Cybermobbing in der Schule hatte Isabels beste Freundin Lina an den Abgrund geführt. Das Einzige, was sie noch zurückhielt, war Isabels Stimme. Und die war mit ihrem Latein langsam am Ende. Dein Ratgeber in allen Lebenslagen. Cybermobbing breitete sich im Klassenzimmer seit Jahren wie ein Krebsgeschwür aus. Lina hatte es besonders heftig erwischt. Du bist wertlos und hast der Welt absolut gar nichts zu geben. Du blöde Lesbe, sieh ab heute besser über die Schulter, wenn du nach Hause gehst. Den Rest deines wertlosen Lebens werde ich dich quälen. Den Rest deines Lebens. Wer steckte hinter der Nummer? Morlock. Dies sind meine letzten Zeilen. Jede Sekunde zählte jetzt. Falls auch ihr Opfer von Cybermobbing-Attacken seid, denkt daran. Erstens, sucht auf jeden Fall Hilfe bei einem vertrauten Menschen, zum Beispiel euren Eltern oder Freunden. Häufig gibt es auch schuleigene Interventionsteams. Zweitens, reagiert nicht auf die Attacken und stellt Beweismaterial sicher. Drittens, meldet den Cybermobber in eurem sozialen Netzwerk, damit er gesperrt werden kann. Übrigens, bei ernsten Fällen erstattet Anzeige. Cybermobbing ist in Deutschland ein Strafdelikt. Morlocks Antwort würde nicht lange auf sich warten lassen.